Woche 20, meine Lieben. Ich mach mich für dich zum Clown, damit deine Lippen sich bewegen, setz ich die rote Nase auf, ich blamier mich für dich. Heidi ho, ich bin Lastblog jetzt wieder hier. Ja, ist schon gut aus, ha? Heute haben wir den Freitag, den 21. glaube ich. Wenn gestern der 20. war, wird heute der 21. sein, oder? Ja. In der Früh war ich schnell beim Zahnarzt. Ja. Meine Prothese ist die Sonnenblende Chest. Auch schon fertig. Nächste Woche. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich dann rede, dann sieht man meine Zähne. Was ja relativ gut ist. Und ja, heute habe ich alles gemacht, was ich machen musste. Wohnung gemacht und Wäsche gewaschen, weil es ist etwas daneben gegangen. Und ja, das mache ich alles. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, dann habe ich mir den Vorhang runtergeholt, weil das sowas von schier schon war. Gelb und so weiter. Da habe ich die Hälfte von Dunklore reingehaut. Jetzt ist er weiß. Weiß, weiß, weiß. Was super ist. Das Kinderzimmer habe ich fertig gemacht. Küche, Vorzimmer. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist das Wohnzimmer, aber das werde ich morgen machen. Und ja, das ist halt das, was ich halt noch machen muss. Sonst muss ich nichts mehr machen, außer die letzte Wäsche runterholen. Und dann bin ich finito. Aber wisst ihr, was war? Der Tag hat schon beschissen angefangen, weil ich mich verschlafen habe. Ja? Noch beschissener ist er geworden, weil mir mein Schlüssel abgebrochen ist. Das ist sowas von genial, wenn dein Kind da ist und du musst in die Waschküche und du weißt nicht, was du machen sollst, wenn der Schlüssel abbricht. Sowas von genial, Leute. Das ist... ich hasse es. So, das war der Tag von heute. Wir sehen sich spätestens am Donnerstag wieder. Mua. Heidi, meine Lieben. Heute haben wir den 26.07. Es ist keine Ahnung, wie spät. Ich bin heute früher vom Kurs gegangen, weil ich so Kopfweh habe. Deswegen mache ich auch mein allererstes Video im Bett, weil ich liegen tue. Und ich nur ein Video für die Woche habe. Habe mir gedacht, ich mache schnell eins. Morgen gehe ich ja wieder abwiegen, aber erst am Abend, weil ich bis 12 Uhr im Kurs sitze. Und ich hoffe, bis in der Früh ist das scheiß Kopfweh weg. Und ja, mit dem ersten klappt's. Hab zwar 12 Wochenpunkte extra benutzt, aber ja, schauen wir mal.
Das Wetter bei uns ist grauslich. Das heißt, ich kann morgen nicht mit dem Quant hingehen, das weniger wiegt. Das heißt, ich bin halt gespannt, ob ich jetzt weiter abgenommen habe oder ob ich wieder was oben habe, eben weil ich jetzt nicht das Gewand anziehen kann, was ich sonst anziehe, weil sonst wird es ein bisschen huschi. Ja. Verzeiht mir, wenn ich zeitweise die Augen zu habe, nur Licht ist gerade tödlich und ich will aber die Rollo nicht runtergeben. Und ja, so geht es mir gut. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Jetzt kommt die Katze. Und ja, alle Fälle werden wir sich morgen am Abend hören. Mit der Verkündung, ob ich weiter abgenommen habe oder nicht. Und ich habe eine Jacke an, die ist nicht mehr eng. Also ich kriege sie gut zu, sie spannt nicht mehr so arg. Ist ein Fortschritt. Das heißt, wir sehen sich dann oh, morgen am Abend wegen Video. Ja. Wir sehen sich. Tschüss. 27.07.2017. Letzte Woche freute ich mich, dass ich endlich die 5 Kilo geschafft habe. Vorhin weg entschuldige ich mich, wenn ich zeitweise die Augen zumache, aber ich habe extremes Kopfweh, also Migräne. Da ich aber das Video machen will, mache ich zwischenzeitlich mal kurz die Augen zu und rede halt. Ich war mich heute abwiegen und ja, ich hatte nicht das Gewand an, was ich anhabe sonst. Weil da wäre mir ein bisschen huschig gewesen. Und ja, hatte ich halt nicht das Gewand an. Letzte Woche habe ich abgenommen. Da hatte ich ja meinen ersten Stern. Seht ihr ja. Diese Woche habe ich genau das wieder zugenommen, was ich abgenommen habe, dass ich zu meinem ersten Stern komme. Whatever, was soll's. Seit ich in diesen Kurs gehe, klappt eh nicht das, was ich mir eigentlich immer vorgenommen habe oder was ich vorgeplant habe. Somit, ja. Ich habe jetzt noch bis 22.09. Kurs, das heißt, schauen wir mal, ob ich es nach September wirklich hinbekomme, was ich mir vornehme. Punkte Gewicht. Ich arbeite daran, dass ich wieder auf meine ersten 5 Kilo komme und dann die nächsten 5 Kilo gleich mitfliegen bis September. Größere Ziele setze ich mir nicht, weil das klappt eh nicht, wie ich mir das vorstelle. Und ja, das heißt, wir beginnen mit Woche 21. Danke fürs Daumen drücken, danke dafür, dass ihr meine Videos anschaut. Diese Woche ist jetzt nicht wirklich viel Videomaterial. Aber ja, ich bin nicht dazu gekommen und ich höre jetzt auf und schneide das Video irgendwann einmal, dass es heute noch online kommt. Aber jetzt tue ich mal was essen und schaue, dass ich das Kopfweh in den Griff kriege, dass ich dann es schneiden kann. Tschüss! Ich bin Waschblock war wieder da. Tschüss. Ich mach mich für dich zum
deine Lippen sich bewegen, setz ich die rote Nase auf.